Er war maskiert und hat mich sofort betäubt. Du kannst den Täter also nicht beschreiben? Nee. Es ging alles viel zu schnell. Und als ich dann aufgewacht bin, dann lag ich schon auf so einer Wiese im Industriegebiet. Und ich habe einfach keine Erinnerungen mehr. Was hast du denn dann gemacht, nachdem du aufgewacht bist? Ich habe dann meinen Freund angerufen. Also von dem Handy von der Frau, die ich dort getroffen habe. Tim meinte eben, ich soll mich dann mal bei ihnen melden. Mhm. Ich kann mich einfach an nichts erinnern, was, wenn mir der Kerl was getan hat. Also, er hat dich auf jeden Fall nicht sexuell missbraucht oder sowas. Das hat die Untersuchung ergeben. Ich denke, es ging bei der Entführung einfach nur um das Lösegeld. Welches Lösegeld? Die Ersparnisse deiner Oma. Wer wusste denn davon? Und wer weiß alles, dass du sie immer dienstags besuchst? Naja, meine Oma ist sehr redselig. Die quatscht eigentlich jeden voll. Theoretisch kann es fast jeder gewusst haben in ihrer Umgebung. Hey, Linda! Hey, Linda! Hallo, Schatz! Wie geht's dir denn? Wieder gut, mir ist nichts passiert. Gott sei Dank, du armes Ding. Sag mal, du musst doch vollkommen ausgehungert sein. Ich mach dir erstmal was Gutes zu essen, damit du wieder auf die Beine kommst. Wenn ich sie dann mitnehmen darf? Ja, natürlich. Fein, komm, Liebes. Der Kollege bringt sie raus, ja? Das ist schön. Danke dir. Alles Gute. Danke. Alex, ich habe mal was ganz Interessantes. Ihr Freund ist vorbestraft. Diebstahl, Hehlerei, Betrug, sowas. Echt? Ja. Mit ehrlicher Arbeit hat er nicht viel am Hut. Aber er hat ein Alibi. Ja, seine Kriminalakte. Hm. Aber ich habe gute Nachrichten. Du weißt doch noch, der Punk hat mir doch ein Kennzeichen genannt. Also ein halbes. Ja, was war das noch? Heinrich-Heinrich-irgendwas, ja. Genau. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Leihwagen handeln. Ich habe mal mit der Autovermietung telefoniert und recherchiert, wer den Wagen angemietet hatte. Und weißt du was? Das war jemand, der in der Bank der Oma arbeitet. Bitte was? Ja. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Gut gemacht, Kollege. Ja, ich frage mich auch langsam echt, wer hier überhaupt Chef werden sollte. Du oder ich? Hast dich schon entschieden? Ich sag mal so, du bist die Erste, die es erfährt, okay? Okay. Komm, dann sagen wir den Jungs Bescheid, die sollen zur Bank fahren. Ja. Ah, guten Tag, Herr Böll. Hallo, Chef ist im Büro. Tja, das ist schön, aber heute sind wir wegen Ihnen hier. Kann es sein, dass Sie bis heute einen weißen Mietwagen vom Typ eines Kleintransporters hatten? Ja, aber den habe ich heute Morgen schon wieder zurückgegeben. Mhm. Für was haben Sie den gebraucht? Ich habe meine alte Wohnung ausgeräumt. Mhm, verstehe. Ach, die Herren Kommissare. Guten Tag. Hallo. Und, gibt's was Neues? Mhm. Habe ich richtig gehört? Die Enkelin ist wieder aufgetaucht? Ja, da haben Sie richtig gehört. Eigentlich wollten wir Herrn Böll gerade fragen, ob er von den Ersparnissen von Frau Grube wusste. Und ob er auch wusste, ob die Enkelin sie jeden Dienstag besucht. Nein. Woher denn bitte? Natürlich doch, Herr Böll. Die Frau Grube hat es doch jedem erzählt, ob er es hören wollte oder nicht. Ja, also Entschuldigung, wir nicht. Entschuldigen Sie mich. Herr Böll, wir sind aber noch nicht fertig. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Wo waren Sie gestern zwischen 13 und 15 Uhr? Da war ich beim Zahnarzt. Ich habe mir extra freigenommen noch. Zahnarzt. Zahnarzt. Okay. Das werden wir natürlich überprüfen. Tun Sie das. Ja, das mit dem Zahnarzt war nur ein Vorwand. Ich wollte freikriegen, um meine alte Wohnung auszuräumen und deswegen auch den Mietwagen. Ich habe mal eine schöne Geschichte ausgedacht. Ich habe es mir nicht ausgedacht, es ist die Wahrheit. Gibt es denn jemanden, der bestätigen kann, dass Sie zur Tatzeit zu Hause waren? Ja, nein, aber warum hätte ich Sie denn entführen sollen? Naja, es könnte ja um Geld gegangen sein. Sie haben Spielschulden und wie ich gehört habe, steht Ihnen auch ein Inkassounternehmen auf den Füßen, richtig? Ja, das stimmt, aber ich habe noch keinen einzigen Cent von meinen Schulden zurückgezahlt. Also, da hat sich nichts verändert, ich war es nicht. Gut, dann schauen wir doch erstmal, was die Kollegen bei Ihnen in der Wohnung finden. Hey, Doc! Ah. Du hier? Ja, ich war gerade bei euren Kollegen. Ich habe einen Haufen andere Fälle noch zu bearbeiten. Wann geht's denn los heute Abend? Ja, nach Feierabend, um 6. Das schaffe ich gar nicht. Ich wollte noch ein Geschenk besorgen und so weiter. Also wahrscheinlich komme ich später. Was macht denn euer Fall? Naja, geht so.
In der Wohnung des Verdächtigen haben wir keine Hinweise gefunden, die ihn irgendwie belasten könnten. Und vom Lösegeld fehlt auch noch jede Spur. Im Mietwagen war auch nichts. Aber ihn hatte der Vermieter auch schon gereinigt. Sag mal, und wieso lasst ihr den Verdächtigen nicht einfach von der entführten Frau identifizieren? Ja, du bist witzig. Die Frau war doch die ganze Zeit betäubt. Aber das musst du doch wissen. Du hast die doch untersucht. Wie kommst du denn darauf? Betäubt? Nee, also das kann bei den Blutwerten überhaupt nicht sein. Ist das sicher? Ja, natürlich. Ich habe euch doch gestern Abend noch ganz spät einen Fax ins K11 geschickt mit den Blutwerten. Was? Bei uns ist nichts angekommen. Verstehe ich jetzt nicht. Also ich meine, okay, es war spät, ich habe viel zu tun, aber dann müsst ihr mich ja schwer vertan haben. Doch. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist doch egal, kann ja mal passieren. Aber das heißt, dass die Frau uns angelogen hat. Ja, stimmt doch, wozu? Komisch. Bevor ich zum Einkaufen gegangen bin, war sie noch da. Frau Gruber, wo kann sie sein? Ich weiß es nicht. Riecht ihr das? Hier muss jemand geraucht haben. Kommt bestimmt von der Zigarette her. Raucht ihre Enkelin? Nein, nein. Aber ihr Freund, der muss hier gewesen sein. Mhm. Dabei habe ich ihm ausdrücklich verboten, hierher zu kommen. Und wieso? Weil es ein Taugenichts ist. Er versucht immer über Helena an mein Geld zu kommen. Der kriegt nicht einen Cent. Der würde doch alles nur verspielen oder Drogen damit kaufen. Ich schau noch mal nach ihr. Helena, wo bist du? Stefan? Wenn das nicht die Banderole von der Bank der Großmutter ist. Mhm. Ich habe auch was Interessantes. Schau mal. Okay. Ich finde sie nicht. Tut mir leid. Sie muss mit ihrem Freund weggegangen sein. Dabei wollte ich ihr doch was Leckeres kochen. Frau Gruber, könnte sein, dass das der Beutel ist, in dem Sie das Lösegeld übergeben haben. Ja, aber woher? Okay, Sie müssen jetzt sehr stark sein. Wir haben den Verdacht, dass Ihre Enkelin und Ihr Freund die Entführung davor getauscht haben. So wie es aussieht, wollten Sie nur an ihr Erspartes. Meine Helena, an mein Erspartes, ich weiß es nie. Ich bin's. Pass auf, so wie es aussieht, hat Michael recht gehabt. Ihr müsst sofort eine Fahndung nach der Enkelin und ihrem Freund rausgeben. Ja, das ist nicht nötig. Wir wissen, wo die beiden sind. Was, wo? Ja, bei der Bank. Was wollen die denn da? Ja, sich wahrscheinlich mit diesem verdächtigen Banker treffen. Warten wir mal ab, was da passiert. Okay, alles klar. Wir fahren zur Bank und treffen die Kollegen vor Ort. Tschüss. Frau Gruber, wir melden uns bei Ihnen. Ja, wiedersehen. Helena zur Polizei gehen und wird ihnen erzählen, wer sie entführt hat. Das wird sie nicht. Ohne Scheiß, ich gehe nicht in den Knast. Nicht in den Polizei! Polizei! Runter mit der Waffe! Auf den Boden! Die Hände nach oben! Los! Zwei Schritte zurück! Los, wird's bald! Okay, an die Wand! Schau. Lage im Auto von den beiden. Ich wollte das doch alles gar nicht. Halt's Maul! Hey Mann, zwing mal, entspann dich. Wir wissen genau, was hier läuft. Ihnen hat die Hälfte des erpressten Geldes nicht gereicht. Sie wollten doch den Rest. Ihr könnt es ruhig zugeben. Denn der da wird euch reinreißen, ganz sicher. Ach, die alte Schachtel war doch selbst schuld. Sie hat uns ohne Grund kurz gehalten. Ja, das können Sie dem Richter erzählen. Und Sie kommen auch mit. Hey Leute, für mich? Ja klar. Abschiedsgeschenk. Wir haben alle zusammengelegt. Also die sind natürlich aus meiner privaten Sammlung. Alles klar. Ja, und wir wollten uns schon mal beim neuen Chef einschleimen. Siehst du, Stefan, hat sich nichts geändert bei dir. Aber ich muss euch enttäuschen. Ich habe den Job abgelehnt. Was? Warum? Ich kann euch da nicht allein lassen. Und die Polizeipräsidentin hat nicht versucht, mich zu überreden. Gott sei Dank. Da muss es wohl noch einen anderen Bewerber gegeben haben. Tja, wer kann das wohl sein? Nee, oder?
Na klar. Ach, komm, hör auf, Alter. Ach, war nur ein Scherz. Der Kollege aus 312 wird's. Ich kann euch doch nicht alleine lassen. Das kommt mir bekannt vor. Ja, weil du ohne uns nicht kannst, Michael. Also, ich könnte sehr wohl ohne euch, aber wer soll für euch dann die Fälle lösen?